Herzlich willkommen zurück. Rigurd wartet auf dich. Rigurd möchte auch gerne, dass du den Daumen nach oben drückst. Rigurds Lieblingshilfsdiplomatin. Wie geht es euch? Rigurd war sehr beschäftigt damit, Kulturen zu vermischen, wie in einem köstlichen Eintopf, den man aus Fremden macht. Rigurd könnte wieder eure Hilfe brauchen. Nach unseren vorherigen Erfolgen wäre es schön, wieder mit euch zu arbeiten. Was stimmt nicht? Kaum, dass Rigurd von einer erfolgreichen diplomatischen Unternehmung heimkehrte, schickte ihn der Skaldenkönig mit Geschenken für die Katzen nach Elsweyr. Rigurd bekommt immer die wichtigsten Missionen, die ihn in die weiteste Ferne führen. Das Problem ist nur, Rigurd hat die Geschenke verloren. Wie habt ihr sie verloren? Es ist so viel geschehen. Erst brachte ein Bote Rigurds Sendung nach Stromfeste und nicht nach Krempen. Dann griff beim Beladen unseres Schiffes ein Wehrbär an und stahl den Honig, den man für mein besonderes Süßbrot braucht. Und zu guter Letzt sind auch noch Rigurds berühmte Musikanten verschwunden. Ich helfe euch auch, verschwundenen Geschenke zu bergen. Vielen Dank, meine Freundin. Nachdem ihr Rigurds Paket bei Tadara auf dem Marktplatz in Stromfeste abgeholt habt, treffen wir uns für eine Unterredung in Stiche. Rigurds Diplomatie wartet auf niemanden. Doch seid vorsichtig. Elsweyrs Wüsten sind voller schwitziger Bedrohungen. Was ist in den verloren gegangenen Päckchen? Die edelsten Mäntel in ganz Himmelsrand. Ein Geschenk für Stiftsvogt Justo, um Frieden zwischen den Nord und den Khajiit zu schließen. Rigurd hätte sie schon längst, wenn sein Kurier nicht vollkommen inkontinent wäre. Das Paket wurde an Tadara am Marktplatz von Stromfeste geliefert. Ich glaube, er würde sagen, inkompetent und nicht inkontinent. Ich hole ein Paket, aber was ist mit dem gestohlenen Honig? Es ist unmöglich, Windhelm-würdigen Honig in Elsweyr zu finden. Aber dieser Katzenhändler meinte, Honigblumen von den Wonnetal-Mondzuckerhöfen können beim Backen von Süßbrot als Ersatz dienen. Rigurds Kochkunst wird sicher für Frieden zwischen Nord und Khajiit sorgen. Ich werde Honigblumen sammeln, aber was ist mit den verschwundenen Musikanten? Rigurd hat die beste Gruppe von Himmelsrand. Die schreienden Mammuts angeworben, um für Fürstin Itza zu spielen. Sie hat großen Einfluss bei den Katzen. Deshalb braucht Rigurd ihre Gunst, um den Frieden zwischen unseren Völkern einzutüten. Das letzte Mal hat Rigurd von der Gruppe am Walenwaldtor gehört. Ah, da unten. Was habt ihr so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Der Skaldenkönig hat Rigurd alle Angelegenheiten aufgetragen, die außerhalb seiner Sichtweite liegen. Deshalb ist Rigurd auch so beschäftigt, meine Freundin. Es ist schwere Arbeit und sie lässt mir nicht viel Zeit zum Met trinken. Aber Rigurd würde es nicht anders wollen. Was ist in der verlorenen... Hatten wir schon. Ah, jetzt habe ich die Quest nicht angenommen, ne? Rigurd. Okay. Ja, ich habe ihn abgebremst. Ich kann interessanterweise zwischen zwei Niesarten auswählen. Das ist echt lustig. Meistens entscheide ich mich immer für die Laute. Ah, gut, gehen wir nach Krempen. Krempeln wir die Arme hoch. Dann sprechen wir mit Tadara. Tadara, Tadara. Shit, jetzt habe ich kein Bild von Rigurd gemacht. Mal ein bisschen laufen. Was passiert, wenn man diesen riesigen Khajiit ein Bein stellt? Glückwunsch! Ihr habt die beste Tuchhändlerin in ganz Stromfeste gefunden. Tadara sieht schon, dass ihr dringend neu eingekleidet werden müsst. Eigentlich bin ich hier, um ein Paket für Rigurd abzuholen. Ah! Tadara fragte sich schon, wie viel länger sie dieses stinkende Ding noch im Laden aufbewahren muss. Tadara weiß nicht, was da drin ist,
aber es riecht wie heiße Pferdebacken. Euer Freund Rigurd hat euch von der Liefergebühr erzählt, ja? Heiße Pferdebacken? Ich will nicht wissen, wie heiße Pferdebacken riechen. Es gibt eine Liefergebühr? Dem Kurier, der Rigurds verrottetes Paket hierher brachte, wurde eine Bezahlung für die Lieferung versprochen. Tadara ging davon aus, dass irgendwann irgendjemand kommen würde, um den widerlichen Inhalt abzuholen. Daher hat sie die Gebühr selbst bezahlt. Da ist es doch nur richtig, wenn Tadara entschädigt wird, oder? Wie hoch war denn die Gebühr? Ihr könnt euch die Rechnung des Kuriers selbst ansehen. Tadara würde nicht wollen, dass ihr euch betrogen fühlt. Alles scheint zu stimmen, ja? Boah, ich schulde euch gar nichts. Stattdessen melde ich euch bei den Kaiserlichen wegen Erpressung. Tadara hat mit Gold aus ihrer eigenen Börse für dieses Paket eures dämlichen Freunds bezahlt. Und ihr revanchiert euch mit Drohungen? Nehmt es und geht, bevor Tadara euch die Hässlichkeit aus dem glattrasierten Gesicht prügelt. Sehr gut, bei ihr brauchen wir uns nicht mehr blicken lassen. Gott sei Dank müssen wir uns noch nicht einkleiden. Jetzt mit Rigurd sprechen. Verführung der Kulturen, das glaube ich ihm. Ah, Rigurd, den triffst du so ziemlich überall. In jedem einzelnen Land. Alter, wie sieht denn der aus? Der kommt aus der Zukunft. So, Rigurd, wo bist du? In Stiche, ja, warum nicht? Hätte mich auch nicht anders ge... Hätte mich auch nicht anders... Hätte mich auch nichts anderes... Hätte mir auch nicht... Hab mir auch nicht anderes erwartet. Muss man meine Wörter sortieren. Deutsch.exe hat ein Problem festgestellt und musste beendet werden. Deutsch.exe wird neu gestartet. Willkommen bei Deutsch. Meine hilfreiche Freundin. Rigurd ist erfreut, euch mit allen... Warte mal, kannst du das nochmal machen? Meine hilfreiche Freundin. Rigurd ist erfreut, euch mit allen Gliedern aus der Wüste zurückkehren zu sehen. Habt ihr das verlegte Paket in Stromfeste gefunden? Hallo, ich sehe nichts. Gib mir ein Bild. Gib mir mein Bild. Shit. Ja, hab ich. Meine, wirklich? Dieser Katzenhaufen mag schon seltsam sein und man fängt sich schnell ein paar Kratzer im Gesicht ein, aber ihre Großzügigkeit steht außer Frage. Keine Sorge, meine Freundin. Rigurd wird sicherstellen, dass sie für ihren Ärger entschädigt wird. Hier ist euer Paket. Ich beschäftige als nächstes die Honigblumen. Nee, nicht beschäftigt, beschaffe. Stiftsvogt Justo von Alabaster. Ich bin Rigurd von Windhelm. Im Namen des Skaldenkönigs präsentiere ich euch ein Friedensgeschenk von den Nord, um unsere Kulturen einander anzunähern. Wollt ihr mir ranzigen Kohl schenken? Denn es riecht wie ranziger Kohl. Das sind heiße Pferdebacken. Natürlich nicht. Rigurd hat nur die besten Schneesäbelzahnkatzenmäntel mitgebracht. Allerdings lagen sie vielleicht zu lange bei den Kohlköpfen und die könnten schlecht geworden sein. Ihr schenkt mir Kleidung aus abgeschlachteten Katzen? Das ist kein Zeichen des Friedens, sondern ein Kriegsverbrechen. Das ist Kriegserklärung. Mäntel von ganz Windhelm. Wer würde sich denn nicht in unsere warmen und weichen Katzenfelle hüllen wollen? Sagt eurem Skaldenkönig, dass wir unseren Krieg gerne fortsetzen können, wenn er möchte. Königin Irene wird das gefallen. Rigurds Nachricht wird Königin Irene, das Oberhaupt des Alt-Meri-Dominions, erreichen. Rigurd fühlt sich so wichtig. Es geht aufwärts, meine Freundin. Sammelt Honigblumen auf den Wonnetal-Mondzuckerhöfen für Rigurds Süßbrot. Und dann gibt es im Handumdrehen Frieden zwischen Khajiit und Nord. Die heißen Pferdebacken, die in Wahrheit Katzenmäntel sind, ihnen einen Khajiiten übergeben wollte. Schön.
So als würdest du einen Menschen umbringen. Und denen das, im wahrsten Sinne, ist die Haut über die Ohren ziehen, also das Fell über die Ohren. Und sagen, hier, ich schenke dir die wärmsten Mäntel aus Mensch. Das war sehr komisch überliefert, aber es ist der gleiche Effekt. Oh Gott. Gehen wir von unten an. Scheiße. Ich darf jetzt richtig lang laufen. Ah, vielleicht auch nicht. Warte mal, gehen wir zurück. Wir gehen durch Stiche durch. Das könnte kürzer sein. Von Stiche und dann rüber über die Brücke und dann nach hinten durch. Das ist kürzer. Dieses Geräusch, wenn man da rüber rennt, schön. So, wohin lang? Links rum. Ja, und dann da hoch, dann rechts. Müssen wir eigentlich dahin kommen. So, ich könnte übrigens meine Tiere holen. Au. Au. Nein, da gehe ich nicht lang. Man, gut, dass das nicht GTA die Wonnetalhöfe entdeckt. GTA 5 ist. Da würde ich den Berg runterrollen und tot unten ankommen. Ja, ich habe das Spiel mal gespielt. Ja, ich habe auch mal online gespielt. Nein, ich spiele es nicht wieder. Hat einen ganz einfachen Grund. Kann es mal gleich erklären. Hilfe! Neues Buch entdeckt. Trautes Heim, Glück allein. Sollen wir den starken Vogel loswerden? Fischgekse, ich habe doch erst angefangen. Und ich bin schon fertig. Ich habe das einmal gespielt, habe dann da so meine Sachen gemacht. Halt das, was man alleine machen kann, ne? In dem Spiel. Ja, und dann sind plötzlich irgendwie Autos explodiert, Geld floch irgendwie vom Himmel. Auf jeden Fall explodierten ständig die Autos, also waren da kräftig Cheater am Werk. Und da habe ich gesagt, nö Leute. Oder nö Rockstar, wenn ihr die Cheater nicht in den Griff kriegt, spiele ich das Spiel nie wieder. Und so war das erledigt. Und da hatte ich irgendwas gelesen von, oder dass sich da welche beschwert hatten darüber und dass sie sich Modder nennen. Pff. Modder kann man sich so oder nicht nennen, finde ich. Für mich ist ein Modder, der zum Beispiel Mods für Skyrim oder Fallout 4 bastelt. Oder meinetwegen hier so Screen Overlays, dass man hier Schaden sieht oder... Zum Beispiel die Himmelsscherben sieht, das kann man auch noch unter Modding verstehen. Aber wenn jemand in einen Multiplayer so Game-Changer-Mechanik einbaut, den er mit einem Trainer abruft, dann ist es für mich Cheaten. Ein Trainer ist ein Gerät, ist ein Programm, was so per Tastendruck Cheats auslöst, sozusagen. Gab es früher ganz häufig. Habe ich auch runtergeladen.
Es gab zum Beispiel auch Träne für GTA San Andreas oder sowas. Wenn drückst du, dann bist du unverwundbar oder kannst plötzlich fliegen, solche Geschichten. Aber sowas hat in einem MMO oder Multiplayer überhaupt nichts verloren. Wenn jetzt sowas wie ich macht, sich quasi hier durchschießt mit diesen Instant-Kill-Dingern hier, dann ist es was anderes. Aber so haben sie, so hat, sag ich mal, Rockstar mich vergrätzt. Die haben ja lange nichts dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Arbeit! Landarbeiter auf Mutters Hof gesucht! ruft in die leere Menge. Versprochen! Ratsagos schuft jetzt so schwer. Er ist im Moment halt nicht wichtig. Ich muss mit Rigot sprechen. Rigot ist das Wichtigste auf der Welt. Ah, ich habe die Quest schon mal gemacht im Original. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, noch eine Kornblume mit. Da sind noch ein paar Würmer dran. Ah, euch hat wohl der Geruch meines aufgehenden Teigs hergelockt. Tut euch keinen Zwang an und starrt ruhig Rigots stramme Muskeln beim Rühren an. Habt ihr Honigblumen mitgebracht? Wenn es eine Sache gibt, die Rigurt über Katzen weiß, dann die. Sie mögen süße Sachen. Ich habe Honigblumen mitgebracht, aber soll man den nicht schon am Anfang hinzugeben? Unsinn! Rigurts Magen schert es nicht, ob er erst den Met säuft oder erst das Fleisch frisst. Warum sollte es in einer Schüssel anders sein? Rigurt ist im Leben weit gekommen, indem er mit jeder Lage so umspringt, wie er mit seinem Magen umspringt. Gebt Rigurt die Blumen und er gibt sie hinzu. Er schmeißt sie einfach in die Schüssel und gibt's. Wenn ihr das sagt, gibt's auch noch etwas, das ich tun könnte? Ich habe Azaldak, den berühmten kajitischen Zuckerbäcker, beim Wonnetalbrunnen gesehen. Fragt ihn, ob er mein Süßbrot probiert. Seine Unterstützung würde die Kajit sicher davon überzeugen, dass Nord nicht nur gefrorene Kartoffeln essen. So könnte das auf Konditorei basierende Ansehen zwischen unseren Kulturen wachsen. Ich werde Azaldak suchen und ihn zum Probieren einladen. Er wird ein Festessen bekommen. Eines Gummis würdig. Ein Gaumenschmeichler wird ihm dargeboten. Wir machen die Rigurt komplett zu Ende, also das verspreche ich euch jetzt schon. Und wenn die folgende Stunde geht. Azaldak versteht, warum ihr an ihn herantreten wollt, aber er schreibt nur bei besonderen Ereignissen Autogramme. Und er spricht nur mit seinen Bewunderern, wenn... eigentlich spricht er nie mit seinen Bewunderern. Der Nordbotschafter Rigurt würde sich freuen, wenn ihr sein Süßbrot probiert. Azaldak wurde einst nach Himmelsrand eingeladen, um die sogenannten Delikatessen dort zu probieren. Aber er lehnte ab, weil ihm das kalte Wetter nicht zusagt. Und schlechtes Essen. Und Nord im Allgemeinen. Azaldak wird aus Spaß das Süßbrot dieses Nord probieren. Sagt ihm, dass Azaldak gleich da ist. Ich sage ihm, dass ihr in einem Wonnetalhöfen trefft. Dieser Nord sollte besser mit dem Kochen fertig sein, bevor Azaldak eintrifft. Azaldak wartet nicht gerne. Wie seid ihr so berühmt geworden? Im Gegensatz zu euch hat dieser seine Zeit damit verbracht, seine Kunst zu meistern, anstatt dumme Fragen zu stellen. Azaldak hat das Essen in Elsweyr völlig neu erfunden. Er war der Leibkoch der Mähne. Er hat schon Essen für viele sabbernde Nord zubereitet. Aber er hat noch nie einen was Essbares kochen sehen. Der Text war anders. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ihr könnt Rigurts Süßbrot auf den Wonnetalhöfen probieren. So. Okay, er beamt sich gleich da oben hin. Sobald wir oben sind, ist er schon da. Ah, das wird ein Spaß. Das ist immer schön, wie das schief läuft. Mal gucken, was passiert. Rigurts Süßbrot ist besser, als er gedacht hätte. Es ist schön braun und hart genug, um einen Mammutzahn zu zerschmettern.
Soll Süßbrot hart und zäh sein? Alles sollte zäh sein. Unsere Zähne können doch nicht groß und stark werden, wenn man sie nicht mit unnachgiebigen Speisen auf die Probe stellt. Als Säugling ließ seine Mutter Rigurd an Steinen nuckeln, um seinen wunden Gaumen zu beruhigen. Jetzt kann ich kräftig genug zubeißen, um einen Borstenrückenhauer zu spalten. Nun, Azadag ist auf dem Weg. Ich werde als nächstes nach dem schreienden Mammut am Warnenwaldtor suchen. Viel Spaß. Es ist eine Ehre, euch zu treffen, Azadag. Im Namen von Jorun, dem Skaldenkönig, genießt bitte Windhelms berühmtes Süßbrot. Habt ihr das Brot aus Himmelsrand hergeschleift? Das ist der Stein hart. Härter als Stein. Rigurd hat das ursprüngliche Rezept sogar noch verbessert. Das riecht nicht zu schrecklich. Azadag wird versuchen, es zu probieren, ohne sich einen Zahn abzubrechen. Was meint ihr? Beeindruckend? Köstlich? Wildromantisch? Grauenhaft! Warum ist es voller Blumen? Warum sind diese Blumen voller Dreck? Warum sind da Insekten im Dreck? Wie konntet ihr etwas so Schreckliches erschaffen? Da geht der Verwundete weg. Habt ihr das gehört? Azadag will Rigurds Rezept wissen. Ich bin mir sicher, dass er zurückkehrt, sobald er den Kampf gegen seine Verdauung gewonnen hat. Sucht nach den schreienden Mammuts am Walenwaldtor, damit sie für Fürstin Itza spielen können. Wir sind endlich kurz vor einem Friedensschluss. Sehr gut, ich will auch den Friedensschluss endlich haben. So, jetzt da unten hin, da springe ich hin. Steinhartes Brot. Ich habe auch mal Brot gebacken und ganz ehrlich, eigentlich habe ich sie weggeschmissen. Es war wirklich schlecht. Es war nicht gut, was ich da gemacht habe. Es hielt auch nicht lang. Es war auch sehr zäh. Und vom Gefühl her war das eher so ein Mischbrot mit sehr viel. Dann schmeiße ich mir lieber eine fertig. Unglaublich. Das muss ich unbedingt Magister Irin schreiben. Dann schmeiße ich lieber eine Fertigpizza rein. Die kann ich wenigstens machen. Ich werde mal tatsächlich irgendwann mal irgendein Rezept probieren. Könnt ihr bitte aufhören, hier so herumzustampfen? Wie sitzt die denn da? In meinem Schädel donnert es schon mehr als genug. Bei Shores Knochen. Wir hätten niemals diese Zuckerkuchen essen sollen. Zuckerkuchen? Rajin Zuckerkuchen. Unser Betreuer Bakargo hat versucht, uns vor ihnen zu warnen. Aber was für Musikanten wären wir, wenn wir auf Warnungen hörten? Rigurd schickt mich, erwartet, dass ihr in Krempen auftretet. Ah, Rigurd. Das letzte Mal habe ich mich so schlecht gefühlt, als ich versuchte, ihn beim Metwetttrinken zu schlagen. Wir wollen ihn ja nicht hängen lassen. Aber wir können kaum stehen, geschweige denn einen Auftritt hinlegen, der den schreienden Mammuts würdig wäre. Ihr müsst Rigurds Willen für Fürstin Itza spielen, denn damit ihr ihre Gunst gewinnt. Er braucht jemanden, der spielt. Aber dieser jemand muss keines von den schreienden Mammuts sein. Nehmt unsere Instrumente und singt das Lied selbst. Diese Katze wird den Unterschied nicht erkennen. In dieser Truhe sind eine Laute und eine Trommel. Okay, ich bringe sie da hoch. Ich soll es jetzt selbst machen, oder? Na, das wird ja lustig. Lustig, lustig, tralalala. Ich sing das Lied. Wunderbar. Ich krieg Hunger. Um genau zu sein, kriege ich jetzt Heißhunger. Das ist ja klasse.
Boah. Diese sterbliche Höhle ist geschwächt. Ich brauche eine Mahlzeit. Warum haben diese Waldorks gedacht, offenbar sehr dringend. Also mein Magen schreit geradezu nach Hunger. Wahnsinn. Ja, Rigurd. Oh. Das ist Fürstin Itza. Willkommen zurück, meine Freundin. Rigurd hat Fürstin Itza gefunden. Sie ist nicht so gesprächig wie die Damen in Windhelm, aber sie hat wirklich Klasse. Rigurd ist sich sicher, dass eine Nordballade sie überzeugen wird, Frieden zwischen Nord und Khajiit zu stiften. Wo sind die schreienden Mammuts? Sie schaffen es leider nicht. Aber sie haben mich eine Laute und eine Trommel ausleihen lassen. Die schreienden Mammuts haben euch ihre Instrumente anfassen lassen? Rigurd wollte sie mal nach einem Auftritt in Nibelheim anfassen und von den Schlägen tut ihm heute noch der Schädel weh. Das ist auf jeden Fall Rigurds Lieblingskopfschmerz. Warum haben sie euch ihre Instrumente gegeben? Sie haben zu viel Mondzucker gegessen und wollen, dass wir an ihrer Stelle spielen. Rigurd darf ein offizielles schreiendes Mammut sein? Er darf mit dem Instrument des legendären Lautenspielers Frongeier dem Riesen spielen? Hat Rigurd ein Fass Met getrunken und ist im Land der Träume gelandet? Das sind ernst gemeinte Fragen. Rigurd ist manchmal verwirrt. Das ist alles echt. Wenn ihr die Laute wollt, nehme ich die Trommel. Rigurds Verstand explodiert wie die Spitze des Bergwardenfels. Met mit den Mammuts zu trinken ist das eine. Aber ihre Instrumente zu spielen, übersteigt Rigurds wildeste Fantasie. Wir werden die beste Ballade für Fürstin Itza spielen, die Elsweyr je gehört hat. Sicher doch. Ich schnapp mir die Trommel. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Okay. Machen wir mal die Dinger weg. Und Trommel. Oh, eure Augen strahlen wie die Leuchtpilze in düster Weite. Und ihr seid standfest wie die Hufe am Lauf einer Bergziege. Wir sollten uns treffen, um Mehl zu trinken und Wolfsfleisch zu essen. Warum singt ihr für Itzas Hauskatze Luna? Fürstin Itza, Rigurd hat eine logische Erklärung. Ihr habt großen Einfluss bei den Khajiit. Also wollte Rigurd euch mit einem Lied beeindrucken. Doch erst musste er üben. Bei eurer Katze, weil sie wie eine kleine Fassung von euch ist. Man kann sich kaum etwas Traurigeres denken als einen verwirrten Nord, der eine Laute umklammert. Warte mal. Fürstin Itza wird so tun. Warte mal. Rigurd war überrascht von der wahren Fürstin Itza, aber dankenswerterweise ist er bekannt dafür, spontan die richtigen Gedanken zu haben. Haltet sie beschäftigt, während Rigurd seine diplomatischen Gedanken sammelt. Fürstin Itza wird so tun, als ob Botschafter Rigurd sie nicht gerade mit einer Hauskatze verwechselt hätte. Wir entschuldigen uns, Fürstin Itza. Wir wollten euch nur beeindrucken. Euer Freund ist der Einzige, der sich entschuldigen sollte. Seine diplomatischen Versuche haben schon Justo beleidigt und Azalda krank gemacht. Zum Glück für euch ist Fürstin Itza überzeugt, dass Botschafter Rigurd es nur gut meinte. Sie hat ihm sogar ein Friedensangebot mitgebracht. Ihr Trikot ein Friedensangebot mitgebracht? Rigurd muss für seine komische, doch wohlmeinende Mission zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord und Khajiit belohnt werden. Fürstin Itza hat ein Ehrenhalsband mit Glocke mitgebracht. Er sollte es überall in Elsweyr tragen, damit wir immer wissen, wenn er in der Nähe ist. Belohnt ihr öfter Leute mit Halsbändern und Glocken? Nein, aber wir merken doch alle, dass Botschafter Rigurd etwas ganz Besonderes ist. Diese überreicht ihm nun diese würdige und todschicke Belohnung. Ich werde sicherstellen, dass Rigurd auch weiß, was das für eine Ehre ist.
Fürstin Itza ist mehr als begierig darauf, ihren Einfluss dafür einzusetzen, Frieden zwischen Nord und Khajiit zu stiften, nicht wahr? Nichts löst Probleme besser als eine traditionelle Liebesballade der Nord. Nun ja, außer Wind. Fürstin Itza hat euch ein Ehrenhalsband mit Glöckchen verliehen. Ein Halsband samt Glöckchen, das so gefertigt ist, dass es um Rigurts Stiernacken passt? Rigurt wird das mit Freuden bimmeln lassen. Bitte nehmt dieses Geschenk an, meine Freundin. Ohne euch hätte Rigurt keinen Frieden zwischen den Nord und den Khajiit stiften können. Okay. Dieses Lied ist Rigurts Lieblingshilfsdiplomatin gewidmet. Und Fürstin Itza. Und dieser Hauskatze. Und dem wachsenden Frieden zwischen Nord und Khajiit. Und dem Met. Fürstin Itza wird ihr Bestes für den Frieden zwischen Nord und Khajiit tun, damit ihr nach Himmelsrand zurückkehren könnt. Rigurt hätte seine diplomatische Mission nicht ohne eure Hilfe abschließen können, meine Freundin. Rigurt ist außer sich vor Dankbarkeit und wird den schreienden Mammuts die Laute und die Trommel zurückbringen, damit ihr wieder euren Angelegenheiten nachgehen könnt, nachdem Rigurt noch ein bisschen auf ihn gespielt hat. Was werdet ihr als nächstes tun, Rigurt? Rigurt wird hingehen, wohin die Winde der Diplomatie noch treiben, meine Freundin. Rigurt wird nicht ruhen, bis Tamriels Völker gemeinsam friedlich beisammensitzen, Met trinken. Und Lieder über Met singen. Okay. Diese glaubt, dass sie hier bleiben wird, bis Botschafter Rigurt und sein Ehrenglockengeläut fernab dieser Katze lärmen. Sehr gut, lassen wir die mal alleine. Ja, schön. Es ist immer eine Ehre, Rigurt bei seiner diplomatischen Bemühung, die Völker Tamriels zu vereinen, zu helfen. Okay. Keine Ahnung, ich glaube, wir sind irgendwo bei den Folgen 1580. Da irgendwie 83 oder so. Also machen wir beim nächsten Mal Folgendes. Endlich, hier drüben. Wieso steht ihr denn hier? Hat ich nicht gesagt, sie wäre hier. Herr mit dem Goldkapitän. Ach, schreibt das auf Sajis Rechnung. Hä? Wir haben euch stundenlang nachgespürt. Zum Glück vergisst Kaskar nie eine Witterung. Saisahan braucht euch im Drachengarde-Refugium. Irgendetwas von wegen eines Briefs und einer neuen Bedrohung für Pelitine. Ein Brief? Eine Bedrohung? Hey, da sagt mir, was hier vor sich geht. Ich will nach Hause. Ich will zu Bett. Saisahan hat einen Brief vom Hochkanzler erhalten. Dem großen kaiserlichen Kampfmagier Abnur Tarn. Hey, wir sind doch fertig. Sai deutet der Brief darauf hin, dass ihr alle euch baldmöglichst treffen müsst. Was ist denn so dringend, dass Saisahan, das Sai euch entsandt hat, mich zu suchen? Saisahan sagte nur, Abnur Tarn hätte eine Bedrohung für das südliche Elsweiher erwähnt. What? Ich habe aber gemerkt, dass ihm der Brief Sorgen macht, was mich wiederum furchtbar ängstigt. Werdet ihr euch mit ihnen treffen? Klar. Ich hasste es, Saisahan mit Nafala allein zu lassen. Insbesondere angesichts der Stimmung, in der er war. Macht euch schnellstmöglich auf den Weg ins Drachengarde-Refugium. Oh, und es ist schön, euch wiederzusehen. Saji und Kaskar empfinden genauso, auch wenn sie es nicht zugeben. Sai hat also schlechte Laune. Es ist keine schlechte Laune. Nicht ganz. Es kam mir nur so vor, dass der Inhalt des Briefs von Abnur Tarn, was immer der sein mag, ihn beunruhigte. Nafala verhielt sich ebenfalls merkwürdig. Ich mache mir Sorgen, dass bald etwas Schreckliches geschieht. Was denkt ihr, was wird passieren? Ganz ehrlich? Nach allem, dessen Zeuge wir bereits wurden, könnte es alles Mögliche sein. Ich weiß nur, dass sowohl Saisahan als auch Abnur Tarn besorgt sind. Ganz gleich, welche Form diese neue Bedrohung auch annehmen mag. Ihr meintet, Nafala würde sich merkwürdig verhalten. Wie genau? Nafala ging auf und ab wie ein nervöser Senchirat, der auf das Herannahen eines Sommersturms wartet. Ich glaube, er spürt die Ankunft jener neuen Bedrohung, die Abnur Tarn aufgedeckt hat. Ihr werdet es ja selbst sehen, wenn ihr in das Drachengarde-Refugium zurückkehrt. Wie geht es übrigens damit voran? Der Wiederaufbau eines Ordens braucht Zeit. Mit dem Refugium geht es gut voran, aber Saisahan will schnellstmöglich neue Ableger gründen. Die Drachen bleiben eine Bedrohung. Eine, die zu groß ist, als dass sich eine einzelne Gruppe darum kümmern könnte. Das hat mich also überrascht, dass sie mich gefunden haben hier. Klink?
So aufgeregt dieser auch sein mag zu hören, welche Neuigkeiten Abnurtarn bringt, hat er keinerlei Verlangen, sich tatsächlich in der Gegenwart des berüchtigten Kampfmagiers aufzuhalten. Richtet Caesar Hahn und der Himmelshexe aus, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Kaska wird schon noch zu gegebener Zeit ins Drachengarde-Refugium zurückkehren. Das Bild ist so cool, das mache ich ein Foto von. Okay, was sind das für eine Quest? Die ich da gerade eingesammelt habe. Südliches Elsweier. Das heißt, wir haben einen Brief von Abnurtarn erhalten. Anscheinend kämpft man hier etwas über einen Bedrohung für das südliche Elsweier. What? Aber wir sind doch fertig da unten. Da ist doch nichts mehr an Quest. Oder ist es vielleicht... Also jetzt nicht Verlies oder so, ne? Ne, südlicher Elsweier. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Südlicher Elsweier. Oh, mach doch einfach mal das Sortieren hier. Ach, schau mal einer an. Im Südlinger Verab, diese wird verfügbar, nachdem ihr die Haupthandlung in L2 und Dragonhold abgeschlossen habt. Friedliche Begleiter, majestätisches Drachenkobold, Einrichtung Ionensteinformation, Wächterin Elsweyers. Kriegen wir dann, wenn wir es durch haben. Drei Quests sozusagen. Okay. Wir kriegen eine Fortsetzung vom südlichen Elsweyer. Das ist ja Zeit aufzustehen, Leute. Das ist ja sehr interessant. Lass mich mal nachgucken. Ich könnte fast prophezeien, das haben wir nicht gemacht. Trümmerer Shamutani ist übrigens der Nekromant, der die Hauptquest gemacht hat dort. Okay, hat er Errungenschaften freigeschaltet? Ist die Frage, hat er das gemacht? Wenn ja, dann hat er es jetzt freigeschaltet. Wird er wohl gemacht haben, ne? Stolz und Fluch hat er gemacht. Ja, hat er gemacht. Gut, das heißt, die sind jetzt für mich wahrscheinlich jetzt auch freigeschaltet, ne? Die haben wir also schon abgeschlossen, diese Quests. Es geht halt nicht darum, dass so... dass ein Charakter das jetzt macht. Die Quest würde ich gerne auch machen, ja. Aber die Errungenschaft ist egal. Kann ruhig Drommarasch gehören. An einem solchen Ort kann man sich im Nu verlaufen. Deswegen mag ich Städte wohl auch so gern. Ja. Seht ihr, die Dinger sind jetzt sofort freigeschaltet. Ja, aber die Quest ist natürlich immer noch da. Die können wir machen. Huch. Ja, gut.
Oh, schon wieder 40 Minuten. Rigurd. Mehr sage ich dazu nicht. Ich wünsche gute Nacht und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.